Yennefer's suspicions proved true. Ciri had appeared in Skellige. She'd arrived from another world together with a masked mage. She and the mage had fought the Wild Hunt before fleeing through portals that carried them to Velen. There, one trail ended, another began. A good time later, the Wild Hunt had reappeared on Hindisfjall, meaning Ciri, too, might have returned to Skellige. Moinsen, Jungs und Mädels, herzlich willkommen zurück zum Grundkurs Gaming. Ich bin Gerald von Riva, gelernter Monsterschlechter, aber auch Beschützer der Tradition und der alten Alter. Was macht er denn da? Auf dich zu bewegen, du bist tot. Wir haben uns dafür entschieden, den Waldgeist im Endeffekt am Leben zu lassen, den Pakt zwischen dem Dorf und dem Waldgeist zu erneuern, da das Dorf ja davon profitiert, indem die Jäger einfach besser ausgebildet werden und der Wald voller Wild ist immer. Und dadurch sind die Jungs hier aus dem Dorf die besten Jäger auf der ganzen Insel. Und außerdem kam natürlich noch hinzu, dass mir die Leute, die gegen die Tradition waren, also Sven und seine Freunde, mir zunehmend unsympathischer geworden sind. Ist leider einfach so. Die waren mir dann doch ein bisschen zu radikal im Endeffekt. So, wir wollen jetzt hier zu dieser Ruine, dann zu dieser Ruine und dann nach Ferestal rüber. Und dann suchen wir mal eine stillgelegte Brennerei auf, würde ich sagen. Und da das Ganze... Das ist gar nicht so weit. Aber Sven hat noch gelebt. So, zum Kuckuck hat Sven noch gelebt. Das Bjorn, mit dem können wir aber nicht reden, ne? Der hat gerade Angst, weil wir Sven vor seinen Augen abgeschlachtet haben. Hat er sich wieder beruhigt? Ne, hat er noch nicht. Ha, Plötze, was machst denn du? So, ich schätze mal, wir werden später nochmal hier hinkommen. Okay, ein kleiner Hüpfer. Jetzt die Frage, kommen wir hier überhaupt runter? Ich denke mal schon. Müssen wir hier überhaupt runter? Wo wollen wir überhaupt hin? Sieht man das schon, wo wir hinwollen? Das müsste hier gerade in dieser Richtung sein, in die ich gerade geschaut habe. Ach, da drüben, ne? Das ist es. Na komm schon. Was ist denn los? Also, geht doch. Genau, und da reiten wir am besten hier so ein bisschen auf diesem Hügelkamm entlang. Da sind wir auch schon. Hier ist so ein Höhleneingang in Wirklichkeit. Eigentlich, auf der Karte sieht das aus wie ein Gebäude. Schauen wir einfach mal, was uns hier erwartet. Irgendein untotes Biest scheint da sein Unwesen zu treiben. Das hört sich interessanterweise an wie ein Ertrunkener. Oder auch mehrere Ertrunkener. Oha. Das ist jetzt aber, ich meine, Sackgasse, what?
Hier geht's noch weiter, oder? Wachsen überall Pilze. Und hier verzweigt sich das Ganze so ein bisschen. Da am Ende erkennt man schon so ein paar Kisten. Eine Art Schatz. Da verzweigt sich's aber direkt nochmal. Okay, aber das eine ist ein toter Tunnel und da hinten scheint eine Illusion zu sein. Das braucht Grundstein, etwas Öl. Ja, nochmal das Ganze, okay. Also hier gibt es eine Illusion, ne? Man sieht es auch, das wabert so. Machen wir noch. Nee, doch nicht. Erstmal wollte ich mir noch die andere Abzweigung angucken. Eine kleine Igniglyphe und Meteoritenerz. Aha. Also hier gab es noch ein kleines Goodie. Ich fürchte ja, dass das Ganze hier in Wirklichkeit zu einer Quest gehört, in die wir gleich wieder rein stolpern werden. Wenn das hier schon so gut getarnt ist. Liegt diese Vermutung doch recht nahe, finde ich. Necker. Das sind Necker. Wir haben natürlich auch gerade nichts mehr zu, keine Tränke mehr. Doch, ein Absolut-Raffer des Weißen haben wir noch. Okay, immerhin. Necker sind, oder was sind denn die? Sind die Hybride? Ne, die sind keine Hybriden, ne? Aber Nekrophagen sind es, glaube ich, auch nicht. Wozu zählen denn Necker? Konstrukte? Ne, wahrscheinlich nicht. Sind das Relikte? Verfluchte? Nee. Hä? Bin ich gerade vollkommen dumm? Wahrscheinlich, ne? Ihr werdet euch jetzt wahrscheinlich alle hier vom Kopf schlagen und sagen, ist der blöd. Insektoide sind es auf keinen Fall, Konstrukte aber auch nicht. Mikrophagen. Das sind Ogroide? Ich meine, die sind super klein. Das sind Ogroide, echt? Das ist ja mal interessant. So, was haben wir denn hier erbeutet? Handschuhe, die sind nicht so geil. Der Bannader Brustpanzer auch nicht so cool. Die Schwerter kennen wir ja schon. Gucken wir mal. Haben wir gar kein Ogroidenöl? Doch, aber nur ganz einfaches. Was natürlich ein bisschen schade ist. So, und hier machen wir wieder Gift der Erhängten drauf. So, dann mampfen wir gerade noch was. Dann drücken wir nochmal auf diesen wunderbaren Knopf. Kommt gar nicht hier hoch, ne? Na, in dem Fall. Jetzt ist er weggerannt. Oh Menno. Achso, der lag da auch noch. Hab's gar nicht gesehen. Ich dachte, der hätte sich schon wieder verkümmelt.
Na gut. Ja, dann gucken wir mal, was es hier unten gibt. Gerade war die Musik so ein bisschen aufgepeitscht da. Neckerherzen endlich und eine Neckerkriegerleber. Die brauchen wir bestimmt auch nochmal für irgendeinen Trank. Unser Schwert leuchtet jetzt so schön rot. Ich denke mal nicht, dass das Blut ist, sondern eher von der Glyphe, die wir da drauf haben. Das ist der letzte hinter uns. Ja. Lebt da noch einer? Nee. Ja, es war gerade nur ein bisschen verzögert angezeigt auf der Karte. Neckerklauen, Neckerblut. Nehmen wir alles super gerne mit. So, und wir scheinen jetzt hier in eine alte, weiß ich nicht, Elfenruine vielleicht eingedrungen zu sein. Ich glaube, wir müssen mal unser Öl nachfrischen. Das hält ja leider nicht so lange, weil es ein sehr einfaches Öl ist. Ja, wenn die hier natürlich so einzeln kommen, dann ist alles cool. Ja, dann werden wir auch relativ leicht mit denen fertig. Scheinen noch zwei zu sein. Minimum. Aha, da hinten wird es irgendwie hell. Keine Ahnung, ob das ein alternativer Ausgang ist oder was. So eine ähnliche Höhlenkonstruktion hatten wir schon mal, als wir den Schatz des Hexers Georg gefunden haben, beziehungsweise einen Teil seines Schwertes oder irgendwas. Die Höhle war ganz genauso aufgebaut. Interessanterweise, aha, und hier haben wir was Rotes rumzulümmeln. Und davor werde ich jetzt mal speichern, weil das tatsächlich zu einer Quest gehören könnte, bei der wir dann eventuell gleich wieder was übersprungen haben. Ein zerknitterter Brief. Na, vielleicht ist es auch eine Schatzkarte. Ach, Quests, was mache ich denn da? Mein Bester, du warst so freundlich, deine Zweifel über den Auftrag mit mir zu teilen. Du hast klargestellt, dass ein Mensch sich in deinen Augen unmöglich in einen Neckar verwandeln kann. Du hast deinen Standpunkt mit einem humorvollen Vergleich deutlich gemacht, indem du, glaube ich, sagtest, ein Schwein verwandelt sich ja auch nicht in ein Pferd, nicht mal, wenn man einen Sattel draufschneidet und es Rosetta nennt. Du könntest absolut recht haben. Aber wenn es auch nur den Ansatz einer Chance gibt, dass mein Sohn im Körper dieses Monsters gefangen ist, dass ein Zauber oder Fluch ihm das angetan hat, werde ich nicht eher ruhen, bis ich alles versucht habe, ihm zu helfen. Aus diesem Grund bitte ich dich, von weiteren humorvollen Kommentaren abzusehen und deine Zweifel für dich zu behalten. Steck deine Kraft lieber in die Arbeit, für die du bezahlt wirst, fang den Neckar und du bekommst dein Gold. Der Rest hat dich nicht zu interessieren. Hochachtungsvoll, Robert de Mer. Okay. Das scheint tatsächlich so erstmal zu keiner Quest geführt zu haben. Allerdings sieht es auch nicht so aus, als wenn sie Erfolg gehabt hätten, damit den Neckar zu fangen. Jedenfalls nicht dauerhaft. Und der Brief war jetzt auch kein Questgegenstand, ne? Also deswegen weiß ich nicht so richtig, wie das einzuordnen ist. Ehrlich gesagt. Kiste. Die habe ich eben ganz übersehen.
abgeschlossen. Ah. Das heißt, wir müssen hier tatsächlich nochmal später hin und hier gibt es in der Tat einen weiteren Ausgang. Monsterlager. Ja, da sind wir doch genau richtig. Hoch mit dir, Geralt. Harpien. Ach du Scheiße, was bist du denn? Bist du ein Al-Ghul? Sieht man auf jeden Fall nach einem Leichenfresser aus. Also ziehen wir hier mal gerade Nekrophagenöl auf. Was bist du denn? Ein Werwolf. Ach du Scheiße. Stufe 32 Werwolf, Leute. Herzlich willkommen. Das ist natürlich. Wo sind wir denn hier überhaupt gelandet? Ach so, wir sind jetzt hier einmal durchgegangen. Ich meine, hier wollten wir sowieso hin. Das ist ganz cool. Aber wenn das ein Werwolf ist, dann sind wir A, richtig am Popo, weil der Stufe 32 ist. Die sind, glaube ich, Verfluchte, ne? Werwölfe. Zweitens sollten wir mal ein bisschen regenerieren. Werwolf, damit wir uns hier in Ruhe umsehen können. Oh, hier hänge ich blöd. Weicht aber auch nicht schlecht aus, der Gute. Gott, oh Gott, oh Gott. Aber immerhin haben wir ihn schon zum Bluten gebracht. Ja, das ist nicht gut, ne? Wenn er ausweicht, dann setzt er meistens zu einem richtig mächtigen Konter an. Und der ist weg. Nee. Also das ist hier ein ziemlich spannender Kampf. Ja, weil man sich so ein bisschen in den Rhythmus des Gegners reinversetzen kann. Ne, da, unter anderem, habe ich ein bisschen spät ausgewichen. Aber da war mir klar, dass er kommt. Ja, wenn er zurückweicht, dann muss man eigentlich sofort auch zurückweichen, weil dann der Konter kommt und dem kann man schwer ausweichen, ansonsten 4 Schläge kann man hier meistens landen.
Der blutet gerade heftig. Ach, die Grünzahlen, Freunde, das war Regeneration, ne? Gar nicht bluten. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Leck mich doch am Popo. Und da ist er tot. Verblutet. Elendiglich. Monsterleber, Monsterzunge, Monsterzahn, Werwolfspeiche und Diamantstaub. Diamantstaub? Wo zum Teufel hatte der Werwolf den Diamantstaub versteckt? Und jetzt wird es echt langsam Zeit, dass es hier hell wird. Damit wir ein bisschen schneller regenerieren. Und, oh, da hat mein Amulett gerade richtig stark vibriert. Vielleicht wegen dieser Kiste. Aha, Schema. Das meisterlich gefertigte Greifensilberschwert. Das hat der Werwolf hier also bewacht. Interessant. Dabei fällt mir ein, wir müssten vielleicht auch mal gerade gucken. Damit wir mit der unsere Ausrüstung nicht so ins Hintertreffen geraten. Katzenschuhenausrüstung. Teil 3. Warte mal, Teil 4 ist Stufe 34, Teil 3 ist 29. Das ist Stufe 23 hier. Da sollten wir also demnächst mal hin. Ach so, die Rüstungsverbesserung haben wir schon gefunden. Das könnte uns ja dann einen ganz guten Hinweis darauf geben, was für... Wo ist denn hier Handwerk? Ach so, im Glossar. Welche Stufe wir dafür brauchen? Armbrust, nein. Für was? Für die Rüstung war das, ne? Verbesserung der Rüstung. Das ist die Katzenrüstung und die verbesserte Katzenrüstung müsste das ja dann sein. Genau, hier. Dafür brauchen wir tatsächlich Stufe 23. Okay, gut zu wissen. Wir können uns das Ding schon herstellen lassen. Beim Waffenschmied und dann müssen wir es halt mit uns rumschleppen. Ist nicht so geil. Ach so, nee, wir müssen vor allen Dingen unsere alte Rüstung dafür aufgeben. Also warten wir dann noch bis Stufe 23 und dann müssen wir uns aber tatsächlich mal bald aufmachen, um die anderen Teile zu finden. Aha, hier gab es also die ein Greifensilberschwert. Ein besseres. In diesen Ruinen. Unten gibt es irgendwas. Ich kann es gar nicht richtig sehen. Ertrunkene, Neckar. Ertrunkene. Oder? Die laufen wie Neckar. Ach, keine Ahnung, Leute. Ist mir auch relativ wumpe. Hier, ne, sind die Katzenruhen. Die Greifenruhen. Ne, Greifenschnabel. Links ist der Schnabel. Rechts ist der Kamm und dazwischen ist das Auge. Es scheint mir tatsächlich Neckar zu sein. Und da hinten fliegt ein Dings rum. Ich schätze mal, wir werden hier irgendwann nochmal hinkommen. Puh, das war auf jeden Fall ein sehr interessanter Kampf. So, und dann wollen wir jetzt hier über die Berge zurück hier hin. Und von da aus dann nach Firisdal. Vielleicht wollen wir auch einfach den Weg hier ein bisschen lang reiten, oder Leute? Dass wir nach hier gehen und dann dem Weg einfach so ein bisschen folgen. Vielleicht treffen wir da noch auf was Spannendes. Wollen wir über die Berge oben drüber? Das schaffen wir wahrscheinlich nicht, ne? Das heißt, wir müssen irgendwie innen lang. Oder wie sieht denn das aus hier auf der Karte? Ja, ich schätze mal, über die Berge drüber wird schwierig für uns. Also müssten wir tatsächlich in die Höhle zurück und das von da aus machen. Oder wir versuchen es einfach mal über die Berge. Leute, warum nicht? Weil es super steil ist. Ich glaube nicht, dass wir da irgendwo hochkommen. Schauen mal. Hm.
Nee, ich denke, da kommen wir tatsächlich nicht hoch. Da müssen wir innen lang gehen. Durch die Neckarhöhle zurück. Denn ich denke, hier werden wir keinen Weg außenrum finden. Ne? Da müssen wir hier tatsächlich bis zu diesem Weg. Ach ja, dann machen wir das einfach so. Dann die Markierung hier weg. Und dann reiten wir hier nach Firisdal und machen dann hier noch den kurzen Abstecher, irgendwie den Weg zurück. Und gehen jetzt halt hier lang, dann haben wir hier auch mal so ein bisschen das Seeufer erkundet und alles. In welche Richtung müssen wir? In Richtung Süden. Also an den Neckern vorbei. Gut zu wissen. Ich denke, dass es Neckar sind. Die laufen wie Neckar. Nicht wie Ertrunkene. Da gönnen wir uns noch eine Portion Oliven. Ja, das sind Neckarkrieger. Definitiv mit den weißen Gesichtsmasken. Wo ist hier der letzte? Hinter mir. Blaue Mutagene, ja, wir bräuchten mehr rote Mutagene. Ja, da hinten scheint eine ganze Neckarkolonie zu sein irgendwie. Gerade da, wo wir lang wollen, müssen. Oder eigentlich müssen wir dahin, ne? Da oben, das kann uns eigentlich egal sein, aber das sieht so aus, als wenn es da so eine Art Pass gäbe, links von uns. Doch, da wollen wir auch genau hin. Ne, da oben ist der Weg, zu dem wir wollen. Der buddelt sich da ein, okay. Das heißt, er kommt wahrscheinlich gleich hinter uns raus, genau. Tragen tatsächlich irgend so eine Schädelmasken. So, waren das alle? Ich vermute es mal. Die bewachen ja einfach den Weg, wahrscheinlich eigentlich zum See. Damit man nicht so ganz frisch hier auf den Werwolf trifft, wenn man die Greifenschulenausrüstung sucht. Gibt es hier im See irgendwas, frage ich mich. Oh ja, genau. Hier schönes Zwergenschnaps, Rubin, okay, ein bisschen Holz. Ein paar Blumen, okay. Eine schwarzmagische Puppe, ein großer Triglaf-Runstein, okay. Ich glaube, den nehmen wir ganz gerne. Schauen wir mal gerade, was der macht. Chance auf Betäuben. Ja, ich suche immer noch einen, der die Blutenchance erhöht. Eine Angriffskraft ist auch ganz cool. Ja, da müssen wir vielleicht mal beim Händler gucken. Ja, da kreist immer noch dieses Vieh. Keine Ahnung, was es dort bewacht. Ich glaube, das wollen wir jetzt auch gar nicht um. Oh, hier gibt es noch viel mehr Neckar. Na gut. Also hier den See, um den kümmern wir uns mal wann anders. Da kommen wir ja nochmal auf der anderen Seite dran vorbei, auf jeden Fall. Ups. Irgendwas.
hat hier gerade zu vibrieren geruht. So, und ich denke hier, bevor wir über diesen Pass drüber sind, dann werde ich die Folge beenden. Ich wünsche euch also dementsprechend noch einen wunderschönen Tag, Jungs und Mädels. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.